So, und willkommen zurück. Und natürlich bin ich gerade auf ein kleines Problem gestoßen. Ich wollte eigentlich jetzt gerade das wirklich mal mit den netten Zuckerfarmen da mal ausprobieren. Aber dazu müsste ich natürlich Registriere erstmal neues Fahrzeug. groß speichern, um das überhaupt in Angriff nehmen zu können. Also muss das noch ein bisschen warten, bis ich das optimieren kann. Ich hab's Holz vergessen. Ach, Gott, da lieben wir es dran. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Aber das brauchen wir nicht alles. Ich lasse es da, falls wir es doch brauchen. Komm. Ist ja nicht so, dass wir hier bei armen Leute wären. So, fahr zurück, dann wird bestimmt dort auch genügend Holz für dich da sein. Hier haben wir Holz bis zum Reißen. Na, wobei es sieht mit Gras. Ja, wir bauen hier Gras an. Mit Reis gut aus. So. Gemüse ebenso und wir schauen mal nach, wie die Lage hier überhaupt ist. Da muss ich gucken. Erbaut's. Sehr schön. Tee sinkt. Das ist schlecht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wow. Wir haben noch Potenzial zum Ausbauen. Da. Und das noch nicht mal so wenig. Registriere neues Fahrzeug. Ja. Sehr schön. Das freut mich sehr. So. Give it me mal. T. Eins drüber, gell? So. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. So. Das Ganze nochmal. Dann haben wir hier, glaube ich, zwei freigelassen. Genau. Hier machen wir auch nochmal. Dann haben wir ein bisschen mehr. Oh, da wird es nicht ausgehen. Was ist das da? Glasfabrik. Ich glaub's ja nicht. Kommst du woanders dahin? So. Zum ersten, zum zweiten Zug. Na, nicht schön, aber hässlich dafür. Was sagt uns das? Genau, diese Straße darf weichen. Vorerst. So? Ja, komm. So, so und so. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Tori und Thor Strindberg. Ich meine, echt, Tori ist... Ich weiß ja nicht, ist Tori hier diese provokante Frau, die dann immer wieder sagt, okay, lass uns Krieg spielen, Süßer? Oder, wo ist ihr Problem? So, das muss lang. Definitiv. Was macht hier unten eigentlich diese blöde Flotte? Ist unser Problem gelöst? Deine Handlungen zeigen Weitsinn. Ja, ja. Ich habe ja eigentlich... Ah ja, okay. Ich glaube, in diesem Verbund so nutzt das relativ wenig, aber ich krieg's ja mit, sobald es irgendwie angegriffen wird, hoffe ich zumindest. Ich brauche mich dann zumindest da wirklich mal nicht drum zu kümmern. So. Das Schiff schicke ich jetzt schon mal dahin. Das Schiff schicke ich jetzt schon mal... dahin. So. Das sind noch schon mal zwei der wichtigen Punkte, die ich machen wollte. Der friedliche Weg, der friedliche Weg. Okay. So. Das Ganze. Passt natürlich nicht drauf. Sehr schön. Na doch, da. Handeln. Geht doch. Oh. 123, das ist sehr gut. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal wieder eine halbe Ewigkeit lang Ruhe. Ah, okay, er hat sie von ihm gekauft. Spiel gespeichert. Okay, ich würde sagen, wir warten, bis die hier in ihren Krieg vorbei. Eigentlich kein Kontrollbesuch. Naja, ich würde mal sagen,
feindliche Firmenübernahme. Der Expansionswahn ist das beste Beispiel für die Kehrseite des Fortschritts. Ja, das ist mir klar, aber schon bald wirst du dich von deiner hässlichen Insel verabschieden können. Hm, das wird sie natürlich glücklich stimmen. Können wir irgendwo Kaffee anbauen? Ja, hier, gut, okay, dann haben wir halt hier oben dann die synthetische Fabriken. Warnung, Fahrzeug unter Beschuss. Tori, ich hasse dich. Ah, die nehmen das jetzt auch automatisch unter Beschuss. Sehr schön. Okay. Ich sollte mal meine ganzen Schiffe hier mal durchschauen. Die haben ja interessante Sachen dabei zum Teil, wie ich sehe. Ja, schade, dass man halt solche Schiffe nicht angreifen kann, weil so ein Koloss hätte ich schon gerne. So. Derweil können wir hier unten wieder... Wie war das klar, dass das geschieht? Aber komisch, zwei raus und zwei reingeliefert. Beziehungsweise eins der reingeliefert. Nee, nee, aufsammeln. Also jetzt bin ich gerade echt ein bisschen... dämlich, die Taste zu drücken, die richtige. Oh, er ist sogar frei. Das wundert mich. So. Die Goliath. Brauchen würde ich sie jetzt nicht unbedingt. Beim Spirit-Programm sind Forschung und Lehre eng verzahnt. Der Praxisbezug ist für die Studenten von großem Vorteil. Dir ist schon klar, dass ich nach 8 Minuten wieder die Cola reingeholt habe. Hm? Naja, guck nicht so. So. Aber mich wundert gerade, warum mache ich eigentlich nur 2000 Bilanz plus? Das bedeutet, schlimmstenfalls fehlt es irgendwo an irgendetwas. Okay, den fehlt so oder so. Fehlt nix. Fehlt die Mitbestimmung. Ja, fehlt eigentlich auch wiederum nix. Okay. Alle hier ganz dieses viele blöde Gebäude so schnell wie möglich hinkriegen. Ansonsten Problemo, Amigano. So, Genau. So, neue Handelsroute. Exklusives Zeug. Von da nach da nach da. Man kann hier übrigens, wurde ich auch gefragt, die Handelsrouten dann selber festlegen. Also wenn man dann zum Beispiel sagen tut, wir nehmen einfach mal an, hier auf dieser Insel würde Hector symbolisieren, ne, dann kann man dann sagen, okay, pass auf, fahr da mal drumherum. Würde er hier dauernd dann vorbeifahren, würden ihn erstens mal die Geschütze in Angriff nehmen und natürlich dann auch die Flotte selber von Hector. Jetzt kriege ich das Ding natürlich nicht mehr so hoch, wie ich will. Okay. So, das da ist... Das Schiff interessiert mich eigentlich recht wenig. So, einladen. Das da. Einladen. Das da. Ausladen. Das da. Ausladen. Das da. Einladen. Einladen. Beamer. Ausladen. Beamer. Oh, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Und das Schiff bitte hinzu. Und damit hätten wir das schon mal fertig. So. Flotte erfolgreich rangeholt. Jetzt sollen wir das Ding natürlich dann wieder bergen. Das ist auch ganz klar. Das ist ja immer wichtig. Was machen wir hier mit dem da? Na, komm. Die wir ja von Hector da... geschenkt bekommen haben. Mehr oder minder geschenkt bekommen zumindest. So, Holz abladen. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Also vom holztechnischen Seite her glaube ich nicht, dass wir da irgendwo irgendwelche Probleme haben.
Das Einzige, was ich auf der Insel noch mal fix mache, ist... ist, dass wir da die das ganze Holz mal unterkriegen. Naja, gut, okay, da müsste ich jetzt noch mal eine bauen. Dazu bin ich jetzt zu faul. So, die fahren wieder runter. Jetzt hätten wir zumindest schon mal den Handelsweg 1 gemacht. So, du wartest hier, die Goliath. Wir brauchen Holz. Endlich, Stunden später hole ich das Holz. So, gefällt mir das, was ich hier gesehen habe? Also wir machen immer noch mehr Kupfer und immer noch weniger. Keiner ihrer Männer wird lebend zurückkehren. Mein Gott. Alarm. Registriere feindliche Unterversuch. Ich glaub, du hast den Arsch offen. Ich fass es nicht. Die Sau macht das. Oh, und kommt damit auch noch durch. Das ist ja viel schlimmer. Ach, das ist doch gerade nicht wahr, oder? Unsicheres Eintritt. Untervorgang gescheitert. Das ist exzellent. Das ist ein Manöver. Ja, ja, ein Manöver. Am Arsch hängt der Hammer. Manöver. Ich geb dem gleich mal ein Manöver. Es wird Zeit, dass wir irgendeinen dann mal den Krieg erklären. Apropos Krieg erklären. Gibt ja ein Gebäude, was wir noch nicht haben. Was kostet denn das ein Unterhalt? Sagen wir es mal so. 30, das geht. Energie 5. Energie haben wir keine mehr hier auf der Insel. Das ist sehr gut. Ja, wie man sieht, auch das hat ein Rasterfeld. Ich weiß nicht, wie viele Felder man da bauen kann. Weil das würde mir jetzt ja eigentlich sagen, dass man Felder bauen kann. Konntest du etwas für uns erreichen? Yep, ich konnte erreichen, dass du mir auf die Nerven gehst. Energieversorgung mangelhaft. So. Und bevor wir da natürlich jetzt vorbeischauen, unser Standardproblem schon. So. Ja. Das ist das Flugfeld. Also dieses Flugzeug braucht ein Feld. Das da hier braucht so eine ganze Reihe. Und das da hier braucht das Ganze. Also, wenn ich das jetzt... Ja gut, ich kann es mir nicht leisten. Wir könnten... Man muss so ein Ding holen. 5 Flottenpunkte hätten wir. Hätten wir sogar frei. Das Problem ist, wir haben keine, kein Kerosin. Das ist das größte Problem. Ja, ein extrem schneller Abfangjäger mit großer Reichweite, der getarnte Einheiten aufspüren kann. Lecker, lecker, lecker. Das Ding gefällt mir fast am besten, denn die Fähigkeit, gegnerische Warendepots zu übernehmen, macht diese Flugeinheit besonders wertvoll. Das dauert zwar wirklich eine halbe Ewigkeit, aber macht Spaß. Wir werden also jeden Gegner oder jede Insel auf eine andere Art und Weise vernichten können. Genau, das da hier ist eigentlich mein absolut Lieblingsflugzeug, muss ich ja sagen. Wobei, Flugzeug ist das ja nicht mehr. Das ist ja irgendwas ganz Großes, Böses, Tödliches und so ein Zeug, ne? Ja, das, was da auch in Rot steht, ist halt wirklich nicht zu unterschätzen. Mit wirkungsvollen Raketen macht diese Flugeinheit ganze Straßenzüge dem Erdboden gleich. Oh yeah, das rechtfertigt auch die 100 Unterhaltskosten. Ein gutes Gefühl, etwas geschafft. Ja, mein ich aber auch. So, wie sieht's denn aus, Tori? Ein so umfangreiches Förderprogramm wie Spirit benötigt eine... Ja, ist ganz klar, aber erstmal hier natürlich noch vorbeigucken. Nicht, dass da irgendwas Böses im Gange ist. So, das Schiff habe ich bestimmt natürlich nicht auf die Reise geschickt. Warum denn auch? Halt, 11 Holz, willst du mich verarschen? So, ich wollte hier ja nochmal Mikrozellenfabrik aufbauen. Genau, das war ja der Grund, warum ich hier oben war. So, dann bauen wir nochmal... So, die haben wir dann mal sogar richtig rum. Bauen wir nochmal 2 Stück
Komm, bauen wir 3 Stück auf. So, Energie sieht einigermaßen, naja, mäßig aus. Und wir könnten hier oben dann nochmal einen Hafen hinbauen. Dann hätten wir da auch nochmal was im Wasser. So. 11 Holz, 12 Holz. Ja, Wahnsinn. Das haut mich ja gerade von den Socken. So, die produzieren hier jetzt fleißig. Genau, die haben alles, was sie brauchen. Das haben wir dann da drüben auch. Gut, dann haben wir zumindest schon wieder mal eine Sache mehr. So, und die Schiffe, ihr fahrt mal dahin. Ich hol den mal runter. Ihr liefert nämlich mal an dem alles ab, was ihr so unnötiges Gedöns habt, ne? Wer ist das? Das ist auch ein Handelsschiff. 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 Eigentlich könnte er sich ja den Weg sparen, ne? Fällt mir gerade so ein. Und was auf der Insel unbedingt fehlt, ist das da. Machen wir die dahin? Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Oh, da muss ich gleich gucken, welche Handelsroute das denn war. Schiff. Jetzt habe ich es natürlich weggeklickt. Das ist Blade. Oh oh. Ich habe eine ganz üble Vermutung. Fastergerichte. Gehen hier oben und die Ressourcen so aus, die Nudeln. Okay. Schlecht. Vorerst. So. Problem erkannt, Gefahr gebannt, würde ich doch sagen. So. Wir brauchen die schnellen Straßen hin. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Oh, verschwinden dann die ganzen Bäume da? Das will ich natürlich nicht. Okay, lassen wir das mal so. Das ist eher das Problem, dass die wieder mal nichts bekommen, ne? Okay. Dann erklärt das natürlich schon mal wieder einiges. So, dann kriegen die hier nochmal eine Straße. Das ist so ein bisschen blöde gemacht, das System. Das werde ich wahrscheinlich nie verstehen, warum die das so gemacht haben. Produktion gestoppt. Glasfabrik stellt nichts mehr her. Warum? Weil kein Kalk geliefert wird. Haben wir denn hier überhaupt noch Kalk auf der Insel? Wenn ja, selbes... Ich sehe hier noch nicht mein Warenlager. Doch, da. Kein Kalkstein im Lager von Sunset. Das gibt zwei Möglichkeiten, warum wir keinen Kalkstein da haben. Ein Kalksteinsteinbruch ist damit beschäftigt. Glas da, Glas da. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Ja, welche denn? Ich nehme an, es wird immer noch die hier sein. Ich war? Ja, Logo kann ja nur die hier sein. Also die Pasta-Gerichte gehen uns dann aus. Das ist natürlich schon mal echt bescheiden. Aber wir haben noch zufällig in der Gegend. Braucht irgendwas. Ja. Wir werden dann gleich bei dir mal Sachen verkaufen. Die Goliath ist immer noch da. Dort hinten wird immer noch nichts produziert. Aber ich habe ja derzeit andere Probleme am Starte. Von daher. So. Du fährst jetzt trotz alledem mal dahinter. Also mir gefällt das gar nicht mit der Insel dort hinten. Da wäre mir eine irgendwie lieber. Spiel gespeichert. Weil das wird ja... Ein wichtiges Terminal. Ach, er ist... Ja, okay.
Ja, es ist der letzte, dann ist die Wartung. Ich kenne deine Ausreden, Hector. Ich kenne sie. Hector, sag ich schon. So, was haben wir denn da? Optimale Verteidigung. So, du fährst dorthin und bringst mal die Waren ab. Und, das brauchen wir natürlich dann auch noch. Gut, okay, dann müssen wir im nächsten Part definitiv erstmal jede Menge Sachen aufräumen. Und mal schauen, dass wir die ganze Produktionsketten hier wieder im Laufen bekommen. Dann mal auch gucken, wie weit hier Status Monument ist. Und wie es dann so allgemein aussieht. Alles allerdings auch erst im nächsten Part. Okay, in diesem Sinne, baba.